Und zum Assad-Besuch in Sotschi spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Bernhard Lichte in Moskau. Bernhard, warum hat sich Assad entschieden, jetzt zu kommen und was wollte er von Wladimir Putin hören? Die Militäroperation mit russischer Unterstützung oder der russische Teil an dieser Militäroperation ist so gut wie beendet. Man will noch vor Ende des Jahres aus Syrien sich zurückziehen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Putin hat gesagt, wir wollen eine politische Lösung, eine militärische ist nicht denkbar. Und wie die aussehen soll oder könnte, darüber wird Assad mit ihm geredet haben. Die beiden Herren haben in kleiner Runde und unter vier Augen insgesamt 4 Stunden geredet. Putin hat Assad auch die wesentlichen Militärs vorgestellt, die an dem Erfolg mitgewirkt haben. Und danach hieß es, das Land sei zu 98% wieder unter syrischer Kontrolle, der Kampf gegen den Terrorismus nahezu gewonnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? In Saudi-Arabien trifft sich ab morgen eine Gruppe der Oppositionellen, deren Kopf, der immer den Rücktritt Assads gefordert hat und zur Vorbedingung von Gesprächen gemacht hat, ist zurückgetreten. Moskau hat das begrüßt, möglicherweise sogar mitinitiiert. Somit ist also der Weg frei für Gespräche. Was dabei rauskommt, ist allerdings völlig offen. Putin hat Assad nicht die Zusicherung gegeben, dass er Präsident auf Lebenszeit bleiben wird. Er hat zu früheren Zeiten immer schon gesagt, ihm ginge es und Russland ginge es um die Integrität Syriens. Darum, dass kein Machtwechsel von außen herbeigeführt werden kann. Und dabei hänge er nicht an der Person Assad. Und davon ist er heute auch nicht abgewichen. Wie ist genau die Interessenlage Wladimir Putins? Der Konflikt ist ohne Frage für ihn ein grandioser politischer Erfolg geworden. Wie stellt er sich die Zukunft auch in der Region vor? Und welchen Einfluss will Moskau da weiterhin haben? Ja, er ist natürlich jetzt wieder auf der internationalen Bühne. Er ist der große Player. Er hat die Drecksarbeit geleistet. Die Vereinigten Staaten haben sich ja völlig zurückgezogen. Es wurde angekündigt nach dem Treffen mit Assad ein Telefonat Putin-Trump. Das hören wir gerade, hat auch soeben stattgefunden. Und das ist auch wieder so ein Zeichen. Man berät nicht mit den USA, wie es weitergehen soll, sondern man informiert die USA über den jetzigen Stand. Und für Putin kommt noch eines hinzu. Er ist ja mitten im Wahlkampf. Am 18. März finden hier Präsidentenwahlen statt. Und dann macht es sich doch sehr gut, wenn man dann vielleicht als jemand, der internationale Krisen bewältigen kann, möglicherweise sogar als Friedensengel in diesen Wahlkampf gehen kann. Und diese Linie, dass er Bewegung in die Situation reinbringt, zeichnet sich im Übrigen auch in der Ostukraine ab. Klar, Moskau hat angekündigt, die militärische Operation ein Stück weit zu beenden durch das Ende des IS und einer möglichen Befriedung oder zumindest einen Waffenstillstand. Ist es denkbar, dass Moskau sich militärisch wirklich ganz komplett zurückzieht? Nein, das ist nicht zu erwarten. Einmal gibt es ja die beiden Basen in Syrien und zum anderen hat auch das Verteidigungsministerium schon darauf hingewiesen, dass man sich noch jede Option offen hält, sollte es wieder zu irgendwelchen, ja, zu 98% ist das Land befreit, aber eben es gibt noch Gruppen, die aktiv sind, die den internationalen Terrorismus betreiben. Und um die nun in Schach zu halten, hält man sich natürlich die Option vor, auch weiterhin eingreifen zu können. Allerdings wurde gesagt, dass diese Aktion aller Voraussicht nach bis zum Jahresende tatsächlich beendet wird. Heute Assad, morgen trifft sich Putin mit Erdogan und Rouhani. Das klingt nach Zufall oder eben auch nicht. Ist das eine neue Strategie? Bildet sich da eine Achse? Naja, die gibt es ja schon des Längeren. Die russischen Operationen haben ja in Absprache mit der Türkei und mit dem Iran stattgefunden. Man hat jetzt eine Position gefunden. Man hat auch die Türkei sozusagen auf eine neue Linie gebracht, die ja im Gegensatz zu Russland bislang immer auch die Extremisten oder einzelne Gruppen unterstützt hat und auch den Rücktritt von Assad gefordert hat zur Lösung der Syrien-Krise. Davon ist die Türkei abgerückt inzwischen. Deren Problem ist jetzt, dass man die Kurdenfrage
wohl lösen möchte. Und das hat die obere Priorität. Man will vermeiden, dass es durch einen Erfolg der Kurden in Syrien zu einem Unabhängigkeitsbestreben der türkischen Kurden kommen würde. Herzlichen Dank, Bernhard Lichte in Moskau.